Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Ja, wir sind hier jetzt noch bei den Tigern am Forschen, dass wir hier ein bisschen... Das sind ja nicht die Tiger. Da ist der Tiger. Dass wir hier ein bisschen Futter und sowas für ihn kriegen und noch ein bisschen Beschäftigung und so. Ich werde hier mal einmal eine Warnung. Ja. Futterspender brauchen wir. Tierpfleger. Holen wir mal ein. Dass der mal Futter kriegt. Ah, die hat stark negativen Effekt. Wie weit geht denn der Effekt? Wie kriege ich den vom Raster lose? So. So, da hat kein stark negativen Effekt mehr. So, und jetzt gucken wir nochmal nach dem Müll. Ach du Heilige. Ach, oh je. Ich habe hier Filter aktiv. Was habe ich denn an Filter? Ich habe keine Filter. So, den nehmen wir. Und zwar brauchen wir hier noch ein paar Mülleimer. So. Und wir brauchen hier noch mal einen Zoopfleger. Ja, Zoopfleger, genau. Einen da. Und einen ganz hier hinten. Die hier einmal ein bisschen sauber machen. Oh. Das ist ja fürchterlich hier. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, was sagt denn hier? Oh, 70%. Zufriedenheit steigt. Und wir sind auch schon bei fast 3 Monaten. Das heißt, wir haben wieder nur dieses Thema mit den Läden. Ganzen Zoo mit erneuerbarer Energie. Vier unterschiedliche Arten in einem Gehege. Oh Gott. Unser Bellbären auf. Nimm das gerettete Exemplar der Tierart auf, in dem und platziere es. Erwirtschaftet jährlich 15.000 mit Läden. Okay. Die Frage ist, zählen diese Automaten auch zu Läden? Das wäre nochmal interessant. Auf jeden Fall werden hier bald ein paar Tiere wieder erwachsen. Ja. 12.300. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ein V ist erwachsen. Ah, gib her, gib her. Da werden wir ein paar freilassen. Wir hier mal ein bisschen kontrolliertes Chaos hier reinkriegen. So, Sauberkeit.
Krankheiten, bla, ja. Ich klicke mal einfach einen hier an. Gelände. Wisst ihr, das Gehege ist hier nämlich zu klein. Und es sind Pflanzen drin, die es nicht mag. Sonst ist alles gut, aber das Gehege ist zu klein. So, noch ein paar hier raus. So. Was sagen die jetzt zum Gehege? Na, ist das immer noch zu klein. Ich werde hier hinten mal das Gehege ein bisschen umverlegen. So. Das könnte schon reichen. Ja, das reicht. Jetzt haben sie mehr Platz, jetzt freuen die sich. Gut. Dann gehen wir doch mal auf unsere Tiere. Und gucken mal, Wohlbefinden. Gehen wir mal zu dem Tab hier. Futterbeschäftigung. Das kriegen wir doch bestimmt noch hin. Und ist der mittelamerikanische Tab hier. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die hier. So, kleiner Ball. Spielzeuge, ja. So. Gelände ist alles gut. Umgebung. Die hätten gerne noch ein bisschen Pflanzen. Und zwar Kontinent Süd- und Mittelamerikanisch. Das kriegen wir doch auch hin. Oh. Fup. So. Jetzt sollte es denen auch wieder gut gehen. Dann gehen wir hier nochmal rein. Wohlbefinden. Das nächste ist der... Oh. Ist der Elefant. Nehmen wir mal ihn hier. Haben wir da was vergessen? Sand haben wir jetzt viel zu viel hier drin. So. Nutzbare Wasserflächen. Okay. Können hier kein Wasser reinmachen? Warum? Doch, können wir.
So. Jetzt kann ich doch theoretisch hier Wasser reintun, oder? Wie sieht das hier aus? Umgebung, Bepflanzung gefällt ihnen nicht, aber sie haben Wasser. Gras kurz ist jetzt wieder zu wenig. Das heißt, wir malen ihm hier nochmal ein bisschen kurzes Gras auf. Zack. Stabiler Rückzugsort. Haben die doch hier, aber nicht genug wahrscheinlich. Gehege. Naja, genau, auf dem Wasser ist vielleicht nicht so ganz gut. So, wie sieht das jetzt aus? 10%. Achso, das ist Bepflanzung. Wie viele Rückzugsorte die brauchen? Jetzt hier einen ganz großen irgendwie hinbauen. Zu wenig Rückzugsorte für alle Tiere. Okay, das Gehege ist doch zu klein, sagt er mir. So, die Gehegegröße ist schon mal gut. Wählen wir doch hier mal den Elefant aus. Da. Nicht schön, aber selten. Jetzt fehlt wieder was an der Gehegegröße. Das können wir aber auch noch ändern. Dieser eine kleine Quadratmeter da. So, das passt, alles klar. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen pflanzen. Asien. Natur, Filter zurücksetzen, Kontinent asiatisch. Glückwunsch, das
Das neue Tigergehege sieht fantastisch aus. Und die Anzahl der Fluchtversuche der Tiere ist enorm zurückgegangen. Wunderbar. Ich finde ja, dass Besucher viel glücklicher sind, wenn sie nicht vor einem Raubtier davonlaufen. Außerdem kaufen sie dann eher was. Und darum geht es doch in Zoos, oder? Ach, und rate mal, die Bären, die ich erwähnt habe, die sind auch unterwegs. Okay. Den Rest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!